Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Im letzten Part haben wir den Boss Schnaufula besiegt und jetzt sammeln wir erstmal unsere Belohnung ein, nämlich ein weiteres Sternenkind wurde befreit. Und die große Frage ist natürlich, wer ist das? Kapitelende. Geil. Welches Kapitel war das? 7 oder 6? Schnaufula, die übelste Wolke aller Zeiten, ist nur mehr Nebel, aus dem der sechste Stern hervortrat. Okay, Kapitel 6. Die dichten Wolken, die Schatten auf das Land warfen, sind nun fort und die Sonne strahlt wieder. Nur noch ein Stern wartet auf seine Rettung, um seinen Platz in der Sternenzuflucht einzunehmen. Vielleicht darfst du bald schon Prinzessin Peach wiedersehen. Vielleicht. Denn auch Kami Koopa wartet schon voller Ungeduld auf ein baldiges Wiedersehen. Auf dich und deine Niederlage. Kami Koopa? Okay, speichern und weiter. Damals in Bowsers Schloss. Prinzessin Peach steht mal wieder vorm Kamin. Hey Twink, dieser Mutierschirm, den ich bei Quiz gewonnen habe, wenn ich ihn benutze, kann ich mich doch in jemand anderen verwandeln, stimmt's? Glaubst du, ich kann ihn dazu verwenden, mich von hier davor... Was? Mich von hier davon zu stehlen? Ach. Ja, ich wette, das kannst du. Warum probierst du es nicht aus? Drücke B, während du die Person ansiehst, in die du dich verwandeln willst. Interessant. Okay, machen wir erstmal den Knopf wieder an, ne? Und schleichen uns via Kamin nach draußen. Und ich kann mich jetzt verwandeln in den ich ansehe. What the heck? Okay, das müssen wir gleich erstmal ausprobieren. Und zwar wahrscheinlich so, ne? Hi Jungs, was geht? Sag mal. Ich habe gehört, Kami Koopa ist gerade dabei, an der Spitze des Pilzpalastes etwas aufzubauen. Ich wette, da ist eine Geheimwaffe, um Mario zu besiegen. Eine Geheimwaffe. Darf ich rein? Auf Patrouille? Gut, du darfst passieren. Oh, cool. Rein da mit uns. Ach so. Das war sinnlos, ne? Die Frage ist, darf ich oben auch rein? Hi. Oh, Patrouille, gut, du darfst passieren. Cool. Rein da. So, kann ich jetzt Bowser oder so belauschen? Ich mit meinem Sternchen. Hi. Alles ruhig hier. Ich, nervös? Quatsch. Ich doch nicht. Du hast mich überrascht, das alles. Okay. Hallo. Ah, wo bleibt denn meine Ablösung? Meine Schicht ist schon seit Ewigkeiten um. Hör mal, würdest du nach dem V-Pelz suchen und ihn hierher bringen? Ich bitte, ich bin schon so müde. So sieht er aus. Wahrscheinlich lungert er irgendwo draußen herum. Hier, damit kannst du ihn finden. Schlossschlüssel, ausgezeichnet. Öffnet ein verschlossenes Tor im Pilzpalast. Das ist der Schlüssel für das Hauptportal. Ohne ihn gelangst du nicht nach draußen. Okay, cool. Also wir müssen den Typ finden. Lolololo. Okay, das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich in den verwandeln. Und dann kann ich den ablösen und dann komme ich da rein. Und dann weiß ich, was der nächste geheime Plan von Bowser ist. I think that's it. Okay. Dann erstmal so weit raus wie möglich, denke ich. Jo, ist ja easy, ne? So, damit kommen wir jetzt hier raus, oder? Jo. Raus mit uns. Let's go. Da ist er doch. Was kann ich hier noch so finden? Scheint abgeschlossen zu sein. Du kannst das nicht öffnen. Oh. Okay, hier ist sonst weiter gar nichts. Alles klar, dann würde ich sagen... Here we are.
Let's go. Ihr habt ja gesagt, ich soll nochmal in die Bibliothek gehen. Theoretisch kann ich das alles ja auch als Mario später holen, richtig? Aber in der Bibliothek... Ja, gut, ich könnte mir jetzt halt auch einen Orden schon jetzt holen. Oder zwei. Warte, ich mal kurz gucken. Hier war es nicht. Wo war denn diese Bibliothek? War das hier? Weil jetzt kann ich mich halt in aller Ruhe umsehen als Vasall von Bowser. Genau. Und da muss ich aber auch da hoch irgendwie. Oder? Oder nicht? I don't know. Gibt's hier denn überhaupt noch was? Hier gibt's sogar nichts mehr. Doch, da oben ist. Aber wie soll ich denn da hochkommen? I don't know. Kann man hier irgendwas verpassen, indem man irgendwie nicht mit den Leuten redet? Ich hoffe nicht. Aber ansonsten habe ich ja alles. Ich wüsste auch nicht, wie ich jetzt da hochkommen soll. Ich glaube, das ist eher für Mario später, oder? Vielleicht kann ich dann da hochjumpen irgendwie. Okay, nö, aber ich gehe jetzt erstmal die Wache ablösen und würde sagen, dann finden wir heraus, was Bowsers Geheimnis ist. Alter, ich mit meiner fetten Keule da. Krass. Dass keinem auffällt, dass mir ein kleiner Stern hinterher schwebt. Komisch. Ihr seid schlechte Wachen. So. Ah, endlich. Wurde ja Zeit. Du bist schon wieder zu spät. Weißt du nicht, wie man das den Dienstplan liest? Ich lasse es dir noch einmal durchgehen, aber pass in Zukunft auf, okay? Gut, dann viel Spaß. Ich verzieh mich. Tschü. Lass dich nicht beim Faulenzen erwischen. Du bewegst dich auf dünnen Eis, Kumpel. Kumpel. Okay, rein da. Let's go. Jetzt kommen wir hoffentlich Bowser belauschen. Gott. Das hätten sie ja mal reparieren können hier, oder? Das Fenster. Meine Güte. Super bad einfach. Okay. Schauen wir mal. Alter, wie weit es hier noch nach oben geht. Meine Güte. Okay. Ey, was ist das für ein komisches Schloss? Ganz ehrlich. Hi. Hey, du. Ja, du. Für Unbefugte ist der Zugriff verboten. Aber nachdem du schon da bist, ist es ohnehin egal. Ist sowieso ein blödes Verbot. Okay. Ah, gut, gut. Endlich ist alles fertig. Selbst wenn Mario mit einem Stern im Schlepptau hier auftaucht, hat er keine Chance. Es zahlt sich aus, das Schlimmste anzunehmen. Vollkommen richtig. Sie haben absolut recht, Kami Cooper. Du da. Du machst deinen Job sehr gut. Danke. Moment, irgendwas stimmt mit dir nicht. Du riechst so gut. Ja. Oh! Ihr kleines Prinzessin Peach! Unfassbar, schon wieder ausgebrochen. Warren, fangt diese Ausbrecherin und bringt sie zurück auf ihr Zimmer. Nein. Sterni, schnell flieg. Gott sei Dank. Du riechst so gut. Ja. Das wird mir öfter gesagt. Okay, wir kriegen jetzt bestimmt eine neue Fähigkeit, oder? Welch eine Freude, dich zu treffen. Mein Name ist Cleverstar. Danke, dass du mich gerettet hast. Jetzt, da Schnaufula fort ist, herrscht wieder Frieden in den Blütenfeldern. Ich glaube, wenn du nicht gekommen wärst, hätten die Blütenfelder nie wieder das Licht des Tages gesehen. Jetzt ist nur noch einer von den uns hohen Sternen gefangen. Nur noch einer, Mario. Hier, bitte, nutze meine Kraft, um auch weiterhin siegreich zu bleiben. Nice. Sternenergie um 1 erhöht. Marios Sternkraft erhöht sich auf 6. Mario erhält die Sternkraft Auszeit. Auszeit lässt alle Gegner in ihrer Bewegung erstarren. Nun kannst du schon die Kräfte von 6 Sternen einsetzen. Setzt du meine Kraft weise ein, wird sie dir im Kampf entscheidende Vorteile verschaffen. Aber werde trotzdem nicht zu selbstsicher. Du musst stets vorsichtig sein, denn auch Bowser ist stark. Vergiss nicht, dass du noch viel stärkere Gegner auf dich warten. Ich hoffe, dass dir unsere Kräfte helfen, damit du uns helfen kannst. Wir zählen auf dich. Ich
kehre nun in den Sternhafen zurück. Ich kann es kaum erwarten, wieder dort zu sein. Ich habe mir schreckliche Sorgen um die anderen gemacht. Tschüss. Mein Kaffee ist alle. Manu. Gratulation, junger Mann. Junger Mario. Junger Mann. Du hast den Stern gerettet. Nur dank deiner Bemühungen erstrahlen die Blütenfelder wieder in alten Glanz. Danke, Mario. Es war wert, so lange zu leben, nur um einen Mann deines Formats kennenzulernen. Bitte besuche mich bald wieder. Ich freue mich schon darauf. Okay. Ich gehe hier nochmal nach oben, denn wir haben da oben irgendwo noch einen Orden gesehen. Bin mir eigentlich relativ sicher, dass uns da was in der Sequenz gezeigt wurde. Übrigens, ihr habt das jetzt schon öfter geschrieben. Dieser Quizmaster, der Quizzo, er hat 64 Fragen und 64 Sternsplitter für uns. Alter. Das ist echt richtig hart zu farmen. Das heißt, wir sind jetzt gerade mal bei Frage 9, ne? Das heißt, da fehlen noch 3, 4, 5, 55 Fragen. What the heck? Oh, du musst den halt erstmal 55 mal finden, ne? Ich freue mich ja gar nicht drauf. Okay. Die Frage ist jetzt, wo ist denn der? Irgendwo hatte ich den gesehen. Aber es war doch bei der Ranke, oder? Oder kann ich mit der Ranke noch weiter hoch? Geht das? Ich habe hier doch irgendwas gesehen gehabt. Kann ich noch weiter hoch? Nö, jetzt geht's wieder nach unten. Hä? Okay, schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare, wie das funktioniert. Weil ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich da oben irgendwo noch einen Orden gesehen hatte. In der Sequenz, wo die Ranke erschienen ist. Oder irre ich mich? Ha. Na egal. Gut, dann verlassen wir jetzt erstmal die Blütenfelder wieder. Ich bedanke mich auf jeden Fall hier, meine lieben Blüten. Für euren freundlichen Empfang. Was gibt es, Sohn? Ich möchte zurück nach Jotown. So, und ich hoffe, dann kriegen wir jetzt auch gleich gesagt, wo wir Stern Nummer 7 finden. Denn bisher haben wir jetzt nicht wirklich eine Info. Oder? Nicht wirklich eigentlich. Wir haben noch einen Brief gefunden. Weiß nicht, was hier so. Jotown Underground News. XXX und OOOO sind Herzen, 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 Herzen. Wusstet ihr das? Jetzt ist ihr Geheimnis aufgeflogen. Ein geschwätziger Tod. Aha. Akte V. Oder 5. Bericht über die bizarre, überdimensionale Tür. Andere Welt, gleiche Story. Eine von Blumen bewohnte Welt liegt jenseits der mysteriösen Tür in Minstys Blumengarten. Er ist nicht weiter überraschend, dass Bowsers Truppen auch dort für Unruhe sorgten. Aber Mario hat sich in diesem paradiesischen Garten als lebendes Ungeziefer Vertilgungsmittel bewährt. Nicht nur hat er Bowsers Leute vertrieben, sondern auch einen Stern gerettet. Das nennt man Flower Power. Ha, Flower Power. Okay. Ich besuche mal Luigi. Nein, warte. Ich gehe erstmal Orden kaufen. Ja, ich gehe Orden kaufen. Du. Es gibt doch bestimmt was Neues, oder? Es gibt immer noch nichts. Alles leer? Was ist denn nur los? Das macht mich so traurig. Alles ausverkauft. Das ist echt traurig. Okay. Dann gehe ich wirklich mal Luigi besuchen, glaube ich. Vielleicht können wir den jetzt endlich mal überreden, mitzukommen. Bam, Alter. Hey. Oh, Junge. Es war ganz schön cool, so hoch oben herumzuhängen. Schöner Ausblick und so. Wie? Ach, nichts. Sag, woher hast du diese coolen Stiefel? Jetzt bist du sicher ein noch besserer Springer. Schade. Aber die Stiefel sind wirklich cool. Die Frage ist nur, wo geht's jetzt weiter, Leute? Wo geht's jetzt weiter? Wir haben noch keinen Hinweis bekommen. Oder? Nö, ich glaube nicht. Aber eigentlich wurde ja irgendwo gesagt, dass wir irgendwie auf Sternfelder müssen, oder? Ich gehe mal zu ihm hier. Ach, hier. Hi. Oh, du bist es. Du kommst genau richtig. Da wartet jemand auf dich. Ja, da haben wir doch unseren Hinweis. Na, wer bist du denn? Nett, dich kennenzulernen. Ich komme aus dem Sterntal. Sterntal war es, genau. Das Sterntal liegt in der Bipper-Region. Ein kalter Ort im hohen Norden. Fast am Ende der Welt.
Merle, der von dort stammt, sagt, dass er dir etwas sehr Wichtiges mitteilen muss, Mario. Merle aus dem Sterntal ist mein Sohn, Mario. Es scheint, als würde er dich brauchen. Wenn er nach dir sucht, kannst du dir sicher sein, dass etwas von höchster Wichtigkeit ansteht. Du musst ins Sterntal gehen, verschwende keine Zeit. Ja, bitte beeil dich. Ich laufe voraus und werde Merle über dein Kommen informieren. Ich glaube, irgendwo tief unter der Stadt gibt es eine Röhre, die mit Bipper City verbunden ist. Das Sterntal ist ganz in der Nähe von Bipper City. Mario, lauf rasch zu meinem Sohn. Er wartet auf dich im Sterntal. Im Untergrund gibt es eine Röhre? Aber... Ich bin verwirrt. Ich bin schon wieder voll verwirrt. Müssen wir jetzt in den Untergrund oder müssen wir jetzt... Müssen wir jetzt erst hier lang? Die beiden heißen nicht... Einer von beiden heißt nicht Merle, oder? Ich bin halt gerade schon wieder komplett verwirrt. Wie war dein Name? Ah, sieh an, Mario. Hallo. Nee, das war nicht Merle. Das sind nicht die zwei, ne? Nee, okay, wir sollen in den Untergrund. Alles klar. Ja, dann müssen wir wohl irgendwie mal suchen, wo es da unten weitergeht. Wo genau, weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich gehe mal stark davon aus, es hat was mit den Schuhen zu tun. Die wir gefunden haben. Es sei denn, jetzt öffnet sich die Tür. Das kann natürlich auch sein. Wie geht's uns eigentlich gerade? Wir sind komplett full, okay. Komisch, dass der keine Orden im Angebot hat, der Typ. Okay, dann würde ich sagen, auf in den Underground. Und dann suchen wir nochmal nach neuen Gefilden. Und im letzten Level damit. Vielleicht kommen wir jetzt halt wirklich durch diese Tür. Das müssen wir nochmal gucken. So, einmal mit Sushi rüberschwimmen, glaube ich. Du. Zack. Du. So. Wupp. Wupp. So, schauen wir mal, ob wir da jetzt durch die Tür durchkommen. Ob das der Ort ist... Ne, warte mal, das war falsch. An den wir müssen. Oder ob es da doch nochmal einen anderen Ort gibt. Nö. Doch, ist offen. Jawohl. Cool. Ja, vorher ging es nicht. Sehr schön, ja, dann haben wir es ja. Dann haben wir schon den Ort gefunden, Leute. Wir haben es mal wieder vorweggenommen. Aber cool. Dann hat man ja für den Bossfight halt gleich zum Anfang einen ordentlichen Boost. Das ist, glaube ich, ganz nice. So, warte mal, da ist eine Röhre. Und da können wir uns nochmal power-upen. Geil. Aber... Es muss ja immer noch mindestens... Ich weiß gar nicht. Er lernt Hurricane, es brechen windige Zeiten an. Oder hier haben wir halt immer noch die Multikopfnuss. Aber ich weiß immer noch nicht, Gumbario. Ich glaube, ich finde Lucky Lester da, glaube ich, cooler. Let's go. Sollte dieser Mitstreiter aufgestuft werden? Yo, let's go. Lucky Lester wurde in den Ultra-Rang aufgestuft. Jo, Leute, das war doch geil. So, dann gucken wir mal, wohin diese Röhre führt. Nach Bipperhausen, ne? Kapitel 7. Kristallene Träume. Aha, sieht ja auch interessant aus, der Boss. Oh, cool. Pinguine. Hallo. Hallo. Dies ist die nördlichste Stadt des Landes, Bipper City. Du kommst aus Tottown? Das ist ja sehr, sehr weit weg. Willkommen in Bipper City.
Ja, geil. Gut, Leute, ich würde sagen, damit endet auch die heutige Folge. Im nächsten Part schauen wir uns hier in Bipper City um und gucken mal, ob wir den lieben Pinguinen und allen anderen helfen können. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu Paper Mario. Tschüssi, Leute.